Dankeschön. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier bei TV Total. Toll, Susi, wie Sie das gemacht haben. Unfassbar. Ich habe echt gedacht, die Polizei kommt, oder? Wie eine Sirene. Sensationell. Ganz großes Kompliment, Susi. Das erste Mal sowas gemacht? Ja. Ja? Ja. Noch nie was angesagt? Mm-mm. Mm-mm. Okay. Verstehe. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, was heute ist. Heute ist der 1. April. Ja, und ja, wie man sagt, der internationale Tag der Verarsche. Ja, ja, und ich glaube, heute der beliebteste April-Scherz bei Ehemännern war heute, die normale Hautcreme gegen die von Uschi Glas auszutauschen. Ja. Das war heute, glaube ich, der Number One. Ja, also. Ah, Schatz! Ah, mein Gesicht zerfällt! April, April. Ja. Und das Beste, meine Damen und Herren, das ist jetzt wirklich, das ist kein April-Scherz. Ich schwöre Ihnen, so wahr ich hier stehe, dass das wahr ist. Ein Mitarbeiter unserer Show hat sich am Wochenende bei einem renommierten Uhrenhersteller eine Uhr gekauft. Ist wirklich kein Scherz, es ist kein April-Scherz. Ich schwöre Ihnen, dass es ist. Eine Uhr gekauft, und zwar diese hier, ja. Können Sie auch, wenn Sie genau hingucken, den Namen des Herstellers lesen. Weiß nicht, ob er sich da jetzt so drüber freut, der Hersteller. Ja? Hat sich diese Uhr gekauft und guckt heute am 1. April auf diese Uhr. Und schauen Sie mal, fällt Ihnen was auf? Schauen Sie mal das Datum. Das ist kein Scherz. Und der Hammer ist, wenn Sie einen Tag weiterdrehen, kommt die 33. So geht das immer weiter, ja? Bis man irgendwie am 99. März sagt, ach, ist heiß aber irgendwie für die Jahreszeit, oder? Super. Ja, weiß ich auch nicht, wie sowas passieren kann. Ja, und meine Damen und Herren, die Top 10. Der April-Scherze haben wir jetzt hier für Sie. Wo ist denn unser weltberühmter? Ach, da ist er ja wieder. Ach du! Niespulver. April, April. Womit Sie die Lacher heute sonst noch auf Ihrer Seite haben, sehen Sie jetzt bei der Top 10 der besten April-Scherze. Aber denken Sie dran. Wer zuletzt lacht, lacht zuerst. Genau. Auf Platz 10 ist der alte im letzten Moment Wegzieh-Klassiker. Das ist immer ulkig. Platz 9. Betäubungspfeile. Immer wieder ein Brüller. Entrologen, ja. Kann der was feststellen? Start Nummer 8. Wer anderen eine Grube gräbt, hat was zu lachen. Auf der 7. Mr. Practical Joke himself. Tennis-Clown Erik Jelen! Und jetzt noch mal zurück zum ersten Teil der Frage. So ein bisschen Trainer-Hops genommen. Was gab's da für Geschichten? Gut, ich hab... Sagst du. Ich hab mit Niki mal in seine Tasche 6 oder 7 Flaschen Wasser reingetan. Und er hat sich gewundert beim Weggehen, warum die so schwer ist. Ich muss lachen. Ja, überhaupt wird im Fernsehen heute unglaublich herumgealbert. Im Morgenmagazin. Das Landgericht Frankfurt-Oder hat die Drahtzieher des Anschlags von Dolgenburg. Ups, da ist was ausgegangen. Bei Galileo. Aber der König der Comedy ist immer noch Axel. Ich verarsch sie alle, Bulthaupt. Jetzt ist es wieder an der Zeit für unseren Rundgang. Vicky, was hast du denn jetzt für interessante Informationen für uns? Ich glaube, dass Millionen von Menschen sich heute wirklich verarscht fühlen müssen. Nummer 5 der besten April-Scherze ist auch sehr lustig, aber man muss dafür ein bisschen gelenkiger sein. Auf der 4 hat es einen echten Promi erwischt. Grönemeyers Herbie. Achtung! Kommen wir zum Top-Trio. Auf der 3 gelandet sind die wunderbaren Alkoholzigaretten. Damit wird sogar der Straßenverkehr zu einem echten Kabarettabend. Da, jetzt hat er sich noch eine angesteckt.
Platz 2. Einfach, aber immer wieder lustig. Gut durchgeschüttelte Sektflaschen. So, jetzt machen wir das mal hier live und mal gucken, was passiert. Also, Sie machen die Agraffe ab, natürlich. Ja. Das und... Oh, sehen Sie? So soll es nicht sein. Vorher ja, kann das es war, sein. Ja, ja, und ganz warm ist der Sekt auch. So, jetzt machen wir es nochmal. Jetzt haben Sie was abbekommen. Nee, überhaupt nicht. Aber vorhin bin ich weggerannt, komischerweise, und jetzt... So. Oh. Ja, oh. Also, meine Damen und Herren, das ist ja ganz schlimm. Und finally Platz 1, die fabelhaften, falsch beschrifteten Gewichte. 1. April. Bäh. Ja, die Top 10 der April-Scherz, meine Damen und Herren. Heute am 1. April. Oder wie man bei Chris sagt, am 32. März. Ja, jetzt. Ja, jetzt haben wir. Jetzt haben wir ein kleines bisschen Werbung. Nach der Werbung sehen Sie bei uns das hier. Und zwar die tollen TV-Total-TV-Tipps zum Wochenende. Schauspieler Gideon Burkhardt ist bei uns. Und Big Brother, ja, aus Big Brother ausgezogene. Also aus dem Haus ausgezogene Kader. Und gleich hier persönlich vor Ihnen ausgezogene. So, bis gleich. Bleiben Sie dran. Gideon Burkhardt und Kader, kennen Sie vielleicht aus dem Big Brother Haus, gerade erst ausgeschieden. So, ja, was gab es noch Erschreckendes heute? Ich bin mir gar nicht sicher, ist es ein April-Scherz oder ist es keiner? Ich habe diese Schlagzeile hier gelesen, schauen Sie mal. Heinos Hannelore häufig handgreiflich, ja? Das hört sich noch April-Scherz an, oder? Heinos Hannelore häufig handgreiflich. Fällt dir was auf? Ha, 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 ha. Ich weiß nicht, ob es April-Scherz ist oder nicht. Jedenfalls steht da, angeblich flippt Hannelore hin und wieder auch mal aus und sagt dann, da fliegt schon mal ein Teppich aus dem ersten Stock auf Heinos Kopf. Ja? Caramba, carajo. Ein Teppich. Ja? Und so ein ganz heller Flocati ist da liegen geblieben. Mit dem tritt er seit Jahren auf. Ja. Haben Sie vielleicht gesehen. Seit Jahren tritt er mit dem auf. Hat gesagt, auch sieht gut aus, behalte ich an. Ja. Toll. Weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht ist es ein April-Scherz. Heinos Hannelore häufig handgreiflich. Naja, dann was vom Sat.1 Frühstücksfernsehen, was ich Ihnen gerne zeigen möchte. Und zwar Peter Pan. Ja, ein Film, der, glaube ich, heute Premiere hat. Elton sagt immer, mein Film startet heute. Er hat nämlich 7 Sätze synchronisiert in dem Film. Keine Ahnung, irgendeine Ameise oder was er da gemacht hat, weiß ich nicht. Exakt 7 Sätze hat Elton und läuft hier seit 3 Wochen rum und sagt, bald kommt mein Film in die Kinos. Ja. Ich habe erst gedacht, er ist wenigstens einmal durchs Bild gelaufen. Aber nein, hat er nur was gesagt, sein Film. Peter Pan. Ich dachte immer, Peter Pan sei der Peruaner mit der Flöte in der Fußgängerzone. Ja? Das ist was ganz anderes. Ja. Und dann haben sie bei Sat.1 Interview mit so Kids gemacht, die den Film gesehen haben. Ist ja so ein Kinderfilm. Ja. Und schauen Sie sich mal dieses Interview an. Ist sehr interessant, was die junge Dame erzählt. Aber Fliegen ist das Allergrößte. Also ich würde zu der Eisdiele fliegen. Oder auch zu McDonald's. Selbstverständlich. Ich hab meine... Oder? Der alte Traum vom Fliegen. Soll ich Ihnen meine Lieblingsszene aus Peter Pan zeigen? Schauen Sie hier. Paul Smith zögert nicht, trotz 13 Metern Höhe. Ja. Mir ein bisschen mit der Ferse am Beckenrand aufgekommen, was soll ich sagen. So, dann was Tolles von Johannes Bekerner. Und zwar war eine Schauspielerin zu Gast, Ursula Monn, die berühmt geworden ist durch Filme wie? Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Was? Völliger Quatsch. Kennt einer den Film mit Ursula Monn? Wie hieß es denn noch?
Ich hab's mir eben noch sagen lassen. Ein ganz berühmter Film mit Ursula Monn war... Egal, jedenfalls ist sie zu Gast bei Johannes B. Kerner und erfindet ein neues Wort. Schauen Sie hier. Studieren Sie nach wie vor? Ja. Das heißt, ja, Sie sind genau. Immatrikulierte Studenten. Immer lernen. Ja, ja, na, deshalb frage ich. Ein bisschen wie heißt das? Worker-Learning. Ja. Learning. Ja. Worker-Learning habe ich noch nie gehört, aber ich weiß, was Sie meinen. Nee, warte mal, wie heißt das? Workaholic. Worker-Learning. Worker-Learning. Also Sie wollen? Ja, natürlich. Worker-Learning. Merken Sie sich das. Wenn Sie jemand sind, der viel lernt, sind Sie ein Worker-Learning. Ja. So, und jetzt etwas zum Thema Tiere, meine Damen und Herren. Sie wissen, Tiere sind ja, sind so süß. Tiere sind immer, alle Tiere sind süß. Ja? Tiere sind so unfassbar süß, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und dann habe ich das Tier hier gesehen. Schauen Sie mal. Gruppenleiter Josef Strasser stellt nur den ersten Kontakt her. Das? Und dann hab ich. Pass mal auf! Und jetzt hab ich mir gedacht. Ja, erstmal sieht das natürlich aus wie so eine Überdosis Drei-Wetter-Taft, ja? Aber kann man hier. Udo Walz kann sich nicht um alles kümmern, ja? Das möchte ich mal sagen. Und da hab ich gedacht: Moment, Moment, an wen erinnert dich das? An wen erinnert dich das? Uschi Glas, ja. Nicht ganz. Ja doch, nachdem sie sich mit ihrer Hautcreme eingeschmiert hat vielleicht. Nee, aber ich habe gedacht, Moment, 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 Moment. Pass mal auf, wir haben eine interessante Metamorphose für Sie vorbereitet. Oder? Leuchtet ein. Stimmt, oder? Hier hätte man direkt drauf kommen können. Heute Mittag, wir haben das vorbereitet und haben das dann in der Probe gezeigt. Und in der Band haben alle, ohne dass sie wussten, was passiert, haben alle direkt gesagt, Lorenzo, als sie das Lama gesehen haben. Echt? Und jetzt, meine Damen und Herren, wenn Sie noch nicht wissen, was Sie am Wochenende im Fernsehen schauen möchten, dann ziehen Sie sich unsere TV-Total-TV-Tipps zum Wochenende rein. Bitte schön. Fernsehen gucken! Recht so, mein Junge. Da kann man nicht früh genug mit anfangen. Und deshalb habe ich hier ein paar knackfrische TV-Total-TV-Tipps vorbereitet. Ich glaube ja nicht, dass ich mir das antun werde. Es gibt Dinge, die sind in der Vorstellung schon schlimm genug. Für alle anderen habe ich aber den echten Oberknaller im Anschlag. Pro7 zeigt am Samstag um 20.15 Uhr Der Herr der Ringe Teil 3, die Rückkehr des Königs. Ich glaube nicht. Doch, Frodo ist auf dem Weg nach Mordor. Gut, dass er seine Gefährten dabei hat. Den Zwerg Gimli oder den Elb Legolas. Sie müssen den einen Ring direkt zum furchtbaren Sauron bringen. Und der freut sich schon. Ja! Aber auch das widerliche Gollum ist ihnen immer auf den Fersen. Kommt alles am Samstag auf Pro7. Entschuldigung. Das alles erlunken, erstunken und erlogen. April, April! In Wirklichkeit kommt nämlich der Film hier. Der Chill Factor. Der ist so doof, dass er schon wieder gut ist. Du bist aber eine ganz Schlaue. Für nicht so Schlaue gibt's am Freitagabend um 21.15 Uhr bei RTL Die Camper. Die piepelustige Serie rund um Familie Fuchs und Ebermann. Sehen Sie Benno, der uns ein Geheimnis verrät. Und Mutter Uschi bekommt dieses Mal überraschenden Besuch von Freundin Steffi. Freuen Sie sich auf RTL-Gags am Fließband. Ebenfalls am Freitag schon um 16.15 Uhr auf ZDF gibt's die Doku-Serie Einsatz täglich, Polizisten ermitteln. Sie kennen das, eine Notsituation tritt ein. Gelb, schnell, schnell, schieße, schieße. Aber Sie wissen, was Sie zu tun haben. Ich rufe die Polizei. Trotz des harten Alltages sind die knallharten Ermittler immer noch Mensch geblieben. Bestes Beispiel, die Geburtstagsfeier von Kollege Meyer letzte Woche. Schwarzer Afghaner, würde ich sagen. Gute Qualität, sehr frisch. Gearbeitet wurde übrigens trotzdem. Nur Zivilfahrer Kaschubke ließ sich den Rest des Tages krank schreiben. Hallo. Ja, auch noch? Hallo.
Anna, Schreibräume sind voll. Ja. Dann kommen Sie hier rein. Kommen Sie rein. Hallo. Sehen Sie die schwierigen Seiten des Polizeiberufs. Sie hatten angerufen. Wollen wir mal? Sie sind nicht aus. Ja, wollen wir mal gucken? Aber auch die schönen. Denn die Beamten sind schließlich auch Menschen. Hallo, ist die Polizei. Was hast du denn so dabei? Gar nichts. Ich hab gerade hier... Was gerade hier? Ja, gefickt. Gefickt hast du gerade? Ja. Und, war gut? Geht so. Am Samstagabend um 20.15 Uhr beim ZDF ist, na, natürlich wieder Tommy Gottschalk-Zeit. Der Kultmoderator präsentiert Gottschalks große Benimmshow. Gerade die Männer lassen es oft an ordentlichen Manieren fehlen. Beim Essen, bei der Körpersprache und sogar beim Atmen. Einen habe ich noch. Auf RTL gibt's am Samstag um 22.15 Uhr 100% Nena. 100%, das ist ziemlich viel. Ich habe mit 95 gerechnet. Ich wünschte, mein Stift könnte fliegen. Haben wir noch von gestern? Wir haben den Tisch hier getunt. Super, oder? Hammer. Ist der Fuchsschwanz noch da von gestern eigentlich? Wo ist der denn? Hier? Ja. Ich finde, das kann man immer machen, was? Das muss ja, jetzt ist, das ist schon wieder so out, dass er total in ist, wenn man das hat. So. Auch an Ihrem Auto, bitte. Ja? Das ist einfach geil. Ich finde, das hat Stil. Manchmal echt. So, gut, das zu dem Thema, meine Damen und Herren. Das hat mir Spaß gemacht. Ja. Jetzt haben wir eine kleine Überraschung für Sie nächste Woche. Sie wissen, das stört aber mit dem Licht. Merkt man das? Das gibt Schatten. Das ist nicht gut. Muss wieder runter. Tut mir leid. So. Wie, auch wie so ein Tier, oder? Bist du ruhig? Ah, ich will aber hier, ah. Jetzt kommt ein junger Mann zu uns, der jahrelang der Kommissar bei Kommissar Rex war und viele, viele andere Spielfilme gedreht hat. Und ein, ja, ich glaube, er ist absoluter Liebling der Frauen, oder? Ist er eigentlich Österreicher? Das werde ich ihn fragen. Man meint, er ist Österreicher, weil er mit Kommissar Rex durch Wien gerannt ist, oder? Man weiß es aber nicht so genau. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie recht herzlich Gedeon Burkhardt! Sehr geil. Sehr gut. Das sah aber total echt aus. Das sah total echt aus. Hallo. Jetzt habe ich aber echt gedacht. Da falle ich auf diesen beschissenen April-Scherz rein. Ich habe echt gerade einen Schock gehabt. Die lag hier hinterm Tisch, hat auch noch so ein Gesicht gemacht. Ah. Ich dachte echt, diese dummen Schauspieler immer wieder. Ja. Hast du das schon mal, das sah aber total echt aus. Hast du so Stunts schon mal selber gemacht? Ich meine, das sah aber jetzt wirklich echt aus. Ich habe echt gedacht, du hättest dich verletzt irgendwie. Mein ehemaliges Herrchen Rex hat mich da irgendwie eingeführt in diese ganzen Stunt-Geschichten. Das hast du schon mal gemacht dann? Bist selber auch, ja, über Autos, klar, gesprungen und so und was weiß ich nicht was? Ja, klar. Treppen runtergefallen? Ja. Das ist ja, ich bin echt noch ein bisschen... Gott sei Dank ist dir nichts passiert. Leck mich im Arsch! Puh!
Ganz schön geschockt. So, du, wie lange hast du Kommissar Rex gespielt? Also nicht den Hund, sondern den, weiß schon. Ja, also 4 Jahre im Fernsehen, Arbeitszeit effektiv 3,5 Jahre. Ja, und jetzt hast du einen Film gedreht, ein ZDF-Film, der heißt Der Vater meines Sohnes. Und was ist das, so eine Art Rosamunde-Pilcher-Ding oder was? Ach so, das ist schon ein Herzschmerzschinken. Ja. Ein Herzschmerzschinken, ja. Da passt du ja rein, oder? Du wirst gerne mal besetzt für so Filme und Serien, die sehr frauenaffin sind, oder? Ja, das weiß ich nicht, das mag so sein. Aber das Ganze war ein Frauenprojekt, was es ja immer mehr gibt. Es gibt so viele Frauen in der Fernsehlandschaft mittlerweile, ja. Auch an sehr hohen Stellen. Und das hier wurde, also die Idee ist von einer Frau, das Drehbuch ist von einer Frau, die Produzentin ist eine Frau, Regie ist eine Frau und die Hauptrolle ist eine Frau. Wer spielt die Hauptrolle? Desiree Nosbusch. Ah, Desiree Nosbusch? Ja. Ach, guck mal einer an. Ja, das war da auch für mich so. Also einen argentinischen Macho geben zu dürfen, Maybach fahren und mit einem Jugendschwarm zu knutschen, das waren einfach Argumente, die ich nicht von der Hand weisen konnte. Hast du mit Desiree Nosbusch geknutscht? Ja. Wie macht man das? Ist es wirklich so, dass man dann manchmal auch als Schauspieler sagt, na gut, komm, jetzt machen wir schon, wenn schon, dann richtig? Ja? Dafür ist leider nicht die Zeit. Die sagen dann immer irgendwann mal Cut, wenn es lustig wird. Fände ich doch lustig, wenn man nachher sowieso nicht mehr mit den Schauspielern muss, dann kann man sagen, komm, jetzt halte ich den Lappen rein. Ja? Was soll's? Haben wir das hier schon geklärt? Bist du eigentlich Österreicher? Nein, ich bin Deutscher, bin geborener Münchner und habe dann in Amerika gelebt und bin für Kommissar Rex dann von Amerika nach Wien gezogen. Ach, du hast in Amerika, was hast du dort gemacht? Hast du dort auch schon geschauspielert? Oder? Ja, also ich habe mich dort mit meinem Beruf beschäftigt, wenn ich nicht gearbeitet habe sozusagen. Und, habe viel gefeiert. Viel gefeiert? Mhm. Wie lange hast du gefeiert in Amerika? Boah, ja, 4 Jahre lang. 4 Jahre lang? Was heißt mit dem Beruf beschäftigt, auch wenn ich nicht gearbeitet habe? Nun ja, es ist Filme halt geguckt? Nee, sondern es gibt natürlich dort die Möglichkeit, sich einfach mit professionellen Schauspielern zu treffen, professionelle Schauspielklassen. Das Angebot, sich einfach mit dem Beruf zu beschäftigen, ist in Los Angeles sehr groß. Und in Deutschland damals gab es überhaupt keine Möglichkeiten. Jetzt langsam in Berlin bilden sich welche. Und deswegen ziehe ich auch um nach Berlin zum 1. Juni. Und, Hast du schon immer Schau gespielt oder hast du auch eine andere Berufsausbildung oder sowas gemacht? Nein, ich habe auch gar keinen Schulabschluss. Mit 10 habe ich das erste Mal gespielt, also jetzt so geht es auf 25 Jahre zu. Was, kannst du dich noch erinnern, was das war mit 10? Ja, Tante Maria mit Rosemarie Fendel. Wer kennt's nicht, meine Damen und Herren? Da habe ich gleich zum ersten Mal meinen Arsch gezeigt, den habe ich hier rausgestreckt. Ach, echt? Ja, es fing schon so an. Und jetzt habe ich hier in meiner Information gelesen, jetzt nach über 20 Jahren im Schauspielgeschäft, möchtest du jetzt eine Schauspielschule besuchen? Warum das? Nein, keine Schauspielschule. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal Theater gespielt und habe einfach festgestellt, dadurch, dass ich nie auf einer Schauspielschule war, nie etwas wirklich anständig gelernt habe, dass es einfach Texte gibt auf der Bühne, wo man einfach Technik braucht, um sie zu erarbeiten, um sie richtig zu erarbeiten, richtig zu verstehen. Und das sind Dinge, die lernt man auf der Schauspielschule. Und das werde ich halt jetzt einfach privat nachholen, weil es mich doch reizt, auf der Bühne weiter zu spielen. Und eben auch anspruchsvollere Stücke als das, was ich jetzt das erste Mal spiele. Das ist kein Problem, du wirst weiterhin mit Desiree Nosbusch züngeln. Ja, und dann noch den ein oder anderen Herzschmerzschinken drehen, oder? Macht doch bestimmt auch Spaß. Hoffe ich doch. Wo habt ihr das gedreht? War das wieder Südengland oder so? Wird das ja gerne gemacht? Nee, es ist auch, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht so wie Rosamunde Pilcher. Es gibt nicht dieses typische Ende, es ist doch etwas anderes. Die Idee stammt von Charlotte Link, also nicht von Rosamunde Pilcher. Ja. Und wir haben gedreht in Berlin größtenteils und in Spanien für Argentinien. Argentinien war dann doch ein bisschen weit weg. Ah, verstehe. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg. Um 20.15 Uhr am Sonntag im ZDF Der Vater meines Sohnes mit Desiree Nosbusch und Gedeon Burkhardt. Vielen Dank, dass du hier warst. Danke. Gedeon Burkhardt, meine Damen und Herren. Jetzt kommt eine junge Frau zu uns, meine Damen und Herren, die Sie wahrscheinlich alle kennen und lieben gelernt haben in der aktuellen Staffel von Big Brother. Und wir haben hin und wieder hier über ihre Eskapaden berichtet. Und einige davon möchte ich Ihnen noch mal zeigen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das hier. Hören Sie mal genau hin. Ach so, ein Mann hat einen Morgen, Leute. Das ist bei nicht jedem nicht bei Morgen. Jedem. Aber naja. Die viele auf Toilette gehen, pingeln, die haben sie nicht. Also ich habe es nicht erzählt. Was ist die Ursache?
Keine Ahnung. Also hat nichts Sexuelles zu tun. Nichts mit der Geilheit zu tun. Die Harnröhre drückt da drauf, wenn du viel Pipi da unten drin hast. Ja. Also und auf jeden Fall. Also bei Frauen gibt's sowas nicht, ne? Ja, erstaunlich, oder? Ja. Ja, Kader ist leider ausgeschieden bei Big Brother. Ein bisschen schade, weil sie war für uns der Slutko der fünften Staffel. Und ja, aber nichtsdestotrotz kann sie deswegen heute Abend bei uns zu Gast sein. Und deswegen begrüßen sie, warten Sie mal, bevor Sie sie begrüßen, ich habe noch eine Idee. Sie wissen ja, es gab so einen reichen und so einen armen Bereich, ne? Im Big Brother Haus. Und Kader war, glaube ich, immer im reichen Bereich, oder? Jetzt müssen wir es hier ein bisschen gepflegter gestalten, oder? Das sieht ja so aus, als könnt ihr mal vielleicht die Sessel entfernen und ein etwas angemessenes Ambiente für Kader schaffen. Ja, sowas Römisches, ja, das ist gut. Ich sehe schon. Super, oder? Vom Feinsten. Muss ja standesgemäß sein, meine Damen und Herren. Ja, und bevor Kader gleich kommt, müssen wir, glaube ich, erst noch ein kleines bisschen Werbung machen, wie ich sehe. Und nach der Werbung geht es dann hier weiter mit Kader. Und ja, das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Wir haben noch einiges vor. Bis gleich. Zurück, meine Damen und Herren. Und jetzt. Danke, 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 danke. Und jetzt kommt die junge Frau zu uns, die, wenn ich das hier richtig lese, 1998/99 das Penthouse Pet of the Year war und gerade erst bei Big Brother rausgeflogen ist. Heute bei uns zu Gast, meine Damen und Herren, hier ist Kader Loth. Oder? Super. Oh, Entschuldigung. Oh, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ja, Platz. Das wollte ich nicht. Ja. Mein lieber Stefan. So, gut, oder? Ja. Cool. Alles sicher? Alles sicher. Das Glas nicht. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Alles sitzt. Ja, doch, Gott sei Dank. Alles sitzt. Aber jetzt bei der Trennung, war das auch ein April-Scherz oder bist du auch echt gestört? Das war kein Scherz. Es war kein Scherz? Absolut nicht. Okay. Originell. Alles klar. Fühlst du dich so wohl? Ich bin beeindruckt, lieber Stefan, dass du dir so viel Mühe gegeben hast. Selbstverständlich, du bist ja schließlich im reichen Bereich. Ja. Und ich bin, fällt mir gerade ein, ich bin ja im armen Bereich. Moment mal. Komm sofort, ich bin im armen Bereich. Ich muss das kurz hier. Ich bin ja im armen Bereich. Verstehst du? So. So. Fräulein Loth. Das ist wieso Fräulein Loth auf? Wieso steht Fräulein Loth da? Ist das dein neuer Name? Nein, das nicht, aber ich bin noch zu haben, deshalb. Ach so! Mhm. Wie, was heißt, du bist noch zu haben? Ich bin... Wie bitte? Ruhe. Ja. Das heißt, ich bin noch also zu haben? Also, lieber Stefan, ja. Ich kann dein hübsches Gesicht nicht sehen. Ja. Ja. Ich bin noch zu haben, deshalb Fräulein Loth. Ach so, okay, verstehe. Ja, wie ist das mit, wie war das in diesem Big Brother Haus? Du warst ja eine der wenigen, die sich nicht nackig gemacht hat. Nein. Warum? Alles zu seiner Zeit. Ach so. Ja. Kommt es noch? Vielleicht.
Was heißt vielleicht? Schauen wir mal. Ja, willst du so ein Stückchen Sekt aufmachen? Gerne. Ach so, ich kann ja nicht hier rüber, Gibst du mir mal, reichst du mir mal den Sekt? Ich mach ihn dir auf. Shampoos vom Feinsten. Ja. So. Ja, du bist ja einmal in Ohnmacht gefallen. Stimmt. Und das war so echt. Echt? Ja. Na super. Können wir das gerade noch mal gucken? Ich mache in der Zwischenzeit die Pulle auf hier. Das war doch gespielt, oder? Natürlich nicht. Es waren die ganzen Lichter. Mein Gott. Also, war es gespielt oder nicht? Nein, natürlich nicht. Nicht, ne? Ich hatte Kreislaufprobleme. Nein, das war so echt. Kreislaufprobleme? Ja. Ja. Es war ein Riesenstudio. Wir hatten überall Lichter. Und ja. Das kann schon ein bisschen auf Dauer. Ich falle hier auch fast jeden Tag in Ohnmacht. Ja? Wirklich. Ja. Wir haben aber. Moment, jetzt muss ich erstmal den Shampoo aufmachen. Achtung! Na? Achtung! Jetzt kommt er. Fatz! Oh! Oder? Fachmännisch. So, ein Schlückchen für die K, für das Fräulein Lot. So. So, und dann bist du wieder aufgewacht? Ja. Aus dem Koma? Ja. Und dein erstes Problem? Meine Frisur. Ja, schauen Sie sich das hier an. Fehlalarm. Nach wenigen Minuten ist Kader wieder oben auf. Meine Frisur. Ja. Das ist das wirklich, wo ich hatte stundenlang vorher toupiert, ja, um mir eine gewisse Aura zu verschaffen, mein Lieber. Okay. Aber. Sprich, ist das deine normale Stimme, mit der du jetzt sprichst? weil immer so ein bisschen so leicht so. Animierend. Ja, animierend. Absolut. Absolut. Ich hab auf deiner Homepage mal geguckt. Du hast ja eine Homepage. Und da habe ich mal geschaut, es gibt einen Song demnächst von dir, oder? Mhm. Wie heißt der? Mein Name ist Kader. K-A-D-A. Ah. Oh. Ich hab das Stückchen hier. Können wir schon mal ein Stückchen reinhören? Gerne. Also der Anfang gefällt mir sehr gut. Da müssen Sie genau zuhören, meine Damen und Herren. Das ist wirklich super. Du meinst Rest nicht, und dann? Ja. Doch, pass auf. Sehr gut, oder? Hast du selber gesungen? Auch, ja. Was heißt auch? Auch. Selbst komponiert und selbst geschrieben, lieber Stefan. Ach so, auch selbst komponiert? So ist das. Und selbst geschrieben? Während meines Aufenthalts. Und selbst das gesungen? Das Lied war ursprünglich für den Sherry komponiert von mir. Wie für den Sherry? Wer ist denn Sherry? Aus dem normalen Bereich. Kenn ich nicht. Der mit der Glatze. Ach so, ja, natürlich. Ach so, und für den hast du das geschrieben? Ja, ursprünglich. Und selbst gesungen auch? Ja. Es ist meine Stimme. Okay, dann lass doch mal. Können wir das live spielen? Ja. Okay, du kannst es wirklich, ja? Okay, pass auf. Hier alles, was du willst. Alles, was du willst. Hey, alles, was du brauchst. Schenke dir mein Herz. Sag, dass du mich liebst. Das war's schon. Nein, das geht natürlich ja, weiter, aber in dem Song sind die Refrains nur drauf. Aber ich hatte schon, mein Lieber, hier, es hat schon, man hört's, ja? Nee, aber man merkt, ich wollte dieses Jahr auch zu Big Brother, aber den intelligenten Bereich gab es nicht. Ja. Ja, aber. Oh Gott. Mein Lieber. Moment. Mal hören, was du Frau Kader zu sagen. Andy Mohl wird wahrscheinlich bei dir eine Ausnahme machen und extra einen Bereich für die Intellektuellen machen. Ja, das ist geil. Ich habe mich auch schon beworben. Ich habe gesagt, meine Hobbys sind Wichsen, Duschen und Sport. Der Unterschied. Ja, und das sollte klappen. Ach so. Ja. Warte, ja.
Weswegen ich eigentlich da bin. Ja, unsere Sendung geht zu Ende und gleich fängt Oliver Pocher an. Gleich fängt direkt meiner an, ja. Und ich spiele Big Brother Bewohner und gehe ins Kino, nervt die Leute ein bisschen. Ja. Außerdem haben wir Eco Fresh da. Ey. Und ich suche schon mal Louis Vuitton Taschen aus, die ich dir gleich verkaufen kann, dann gehe ich schon wieder nach hinten dann. Ja, das war's schon. Ja, ich würde sehr gerne. Ach ja, es geht ja sofort los mit Es geht ja direkt los. Das sollen Sie auf keinen Fall verpassen. Rente Pocher jetzt mit Oliver Pocher. Vielen Dank. Vielen Dank, Oliver Pocher. Bis denn. Tschüss. Hey. Ach, du Scheiße. Ja. Also, demnächst. Unsere Zeit ist schon wieder um. Hat dir gefallen bei uns? War es gemütlich? Absolut. Ja? Sehr nett. Wie geht's weiter bei dir? Die Platte wird's geben und dann kommt noch was auf uns zu? Ich werde dich auf den neuesten Stand der Dinge halten, lieber Stefan. Okay. Ja? Ja. Und wenn du was Neues hast, kommst du vorbei. Definitiv. Ne? Egal, ob es Lippen oder Brüste sind, egal. Ja? So, wir müssen. Ja, am Montag, meine Damen und Herren. Am Montag bei uns zu Gast der wunderbare Johannes B. Kerner. Ja, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und gehen Sie bitte demnächst in den Laden und kaufen Sie Kaders Platte. Ja? Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.